ist heute eins der schönsten Bauwerke, die wir je aufgestellt haben. Aber auch das einzige. Das erste Mal durch Mitleid mir selber gegenüber, das muss man sich mal vorstellen, geheult im Spiegel. Ich habe mich angeschaut und habe diesen Geist gesehen, käseweiß und unzufrieden und traurig und voller Angst und habe mir gedacht, naja, bist echt ein armes Schwein. Sollte ein sportlich aktives Jahr werden. Sebastian Vettel wird trotz des nur zweiten Platzes beim Formel-1-Rennen in Japan zum zweiten Mal Weltmeister. Dirk Nowitzki gewinnt in Miami als erster Deutscher mit den Dallas Mavericks die NBA-Meisterschaft. Und unsere vier kräftigen Südtiroler Jungs wollten auch anpacken. Etwas ganz Besonderes schaffen. Etwas, das es so bei einer Rockband noch nie gegeben hat. Die ersten beiden Monate des Jahres galten einem völlig neuen Projekt. Einem zum Hände dreckig machen. Einem, für das es nicht nur viele Stunden der Online-Suche brauchte. Ja, im Januar und Februar 2011 hieß es, ran an den Freiwild-Trailer. Eine Band wie Freiwild braucht sowas wie den Rock'n'Trailer. Das dachte ich mir irgendwann mal und habe mich dann mit Jonas getroffen. Dann machen wir das in großem Stile und kaufen uns dann einen Auflieger für den Truck. Ja, ich hatte ja die Aufgabe, einen Trailer zu suchen. Für uns war eigentlich klar, dass wir, wenn wir es machen, dann machen wir es selber. Sind alles Handwerker, wir machen es ja auch gerne. Hat man bei vielen Projekten gesehen, dass wir gerne selbst Hand anlegen. Ich bin damals mit Frese, unserem Trucker, der jetzt den Trailer fährt, unterwegs gewesen und haben auch prompt einen gefunden. Der war von Aldi, war ein Kühlwagen und den haben wir dann gekauft für, glaube ich, das waren das 1500 Euro oder so, ganz wenig Geld nur. Ich habe im Februar 2011 den Auflieger runtergebracht nach Brixen. Ja, als der Trailer auf dem Hof fuhr oder gefahren wurde, habe ich mir gedacht, ey, was wollen wir mit dem alten Schinken da anfangen? Das war abgeranzt und die Farbe bröckelte schon ab. Aber Jonas sagte, das ist unser Teil, den müssen wir jetzt schön machen. Ja. Also Philipp war im Studio, hat aufgenommen und ich war mit Zecker Jonas vorm Studio am Parkplatz und wir haben gemeinsam den Trailer geschliffen, gespritzt. Eben, ich habe dann die Elektronik teilweise erneuert, bei den Lichtern Stoßfänger erneuert und so Schutz angebaut. Haben wir den abgeschliffen. Philipp war schon bei der Aufnahme, kam manchmal raus zur Tür so mit der Zigarette und läuft's! Von oben bis unten voller Staub. Ja. Langsam ging es dann auch zum Innenausbau. Und haben mit dem Tischler ausgemacht, haben geplant, wie kann man den strukturieren, was kann man alles mit reinsetzen, was kann man aufhängen, was haben wir an Zeug, was geil ist für die Leute, was man herzeigen kann, und haben das dann in wochenlanger Feinarbeit haben wir das dann umgesetzt. Irgendwo hat es auch Spaß gemacht, die Sachen selber zu erledigen, als wir eine Firma anstellen und du kriegst das Teil dann. Und ich möchte klatschen sehen! Ich bin in Miede. Ja, und dann ging es ans Spritzen. Und der liebe Lackierer, den wir damals hatten, kam an und sagte, ey, kann ich nicht spritzen, der steht im Freien und das geht nicht und das wird nichts. Dann Philipp, ah, das machst du schon, kein Problem, leg los. Er braucht einen Kompressor. Ja, Kompressor haben wir da von Philipp. Viel zu klein. Also er braucht viel größeren Kompressor. Und dann war das ein Problem, da haben wir 3 Tage Kompressor gesucht. Und jeden Kompressor, den wir ihm gebracht haben, der ist viel zu klein, der hat viel zu wenig Leistung. Ich brauche einen größeren, so kann ich nicht lackieren. Schlussendlich bin ich dann eines Tages hoch und dann war der lackiert. Ich weiß nicht, da hat Philipp, glaube ich, ein gutes Wort eingelegt und dann hat das geklappt. Der Trailer sollte sie erneut auf unbekanntes Terrain führen. Für mich war es eigentlich back to the roots, arbeitsmäßig ein bisschen wie früher. Und wie ich finde, unglaublich gut, also bis heute eins der schönsten Bauwerke, die wir je aufgestellt haben. Aber auch das einzige.
war ziemlich viel Arbeit und haben uns ein bisschen übernommen, glaube ich, damit. Vollkommen geschafft von den Truckarbeiten ging es dann für unsere vier Jungs auf nach Berlin. Die erste Echo-Verleihung stand an. Freibild. Die erste Echo-Nominierung war dahingehend für mich total schön, weil im Jahr vorher wurde die Band The Baseballs nominiert. Auch eine Band, die Stefan unter seinen Fittichen hatte, zwar als reiner ENA, nicht als Manager. Aber wir haben damals Stefan angerufen und er hat uns dann Fotos geschickt mit dem und mit dem und mit dem und kennt tut der Teufel, jeden Teufel. Und deswegen haben wir gedacht, boah, es wäre schon mal geil auch dabei zu sein, einfach nur so zum Feiern. Und dann hat es geheißen, ja, die Karten kriegt man halt schwer, aber nächstes Jahr könnt ihr ja hinfahren und vielleicht klappt's ja. Dann haben wir gedacht, ja, ja, logisch, genau, wir werden da eingeladen werden. Und wir wurden eingeladen. Das war so ein, ja, ein komisches Gefühl. Wir waren angekommen in der Musiklandschaft. Sind dann ohne eine Sekunde Schlaf zum Flughafen nach München gefahren und dann fing das Übel an. Da sind wir hin mit Stolz und Freude und Aufregung, sind wir da angefahren. Raus von dem Taxi, das uns damals hingebracht hat und rein über den roten Teppich, wie es kein anderer macht. Das war genau unser Ding, dann schnell Foto und weiter. Es hat sich eigentlich keiner um uns gekümmert und keiner hat sich aufgeregt und wir waren halt einfach da. Natürlich danach die Aftershow-Party, wo wir anständig Gas gegeben haben und erst früh morgens dann irgendwann raus sind, war fürs erste Mal eine richtig coole Geschichte. Doch wie alles im Leben hat der ganze Erfolg, das pausenlose Arbeiten, die abertausenden schlaflosen Nächte auch eine Kehrseite, die vor allem Philipp in diesem Jahr brutal zu spüren bekam. Für mich war der 24. März 2011 mit Abstand der prägendste Moment bis zum heutigen Zeitpunkt. Ich erinnere mich genau an den Tag, weil es genau um 0 Uhr mit meinem Geburtstag losging, wo ich 30 wurde. Weil genau an diesem Tag eine Sache passiert ist, die ich mir niemals hätte vorstellen können in Bezug auf meine Gesundheit. War da eine Art am Anschlagsgefühl, bei mir zumindest. Ich habe da immer gespürt, irgendwas ist komisch, nervös gewesen und den Puls oben und ganz wenig geschlafen. Und dann ist ja das Malheur mit dem Red Bull passiert bei Philipp. 20 Dosen Red Bull beim Echo mit Wodka. Gepaart mit Stress wegen dem Trailerumbau, wegen dem Studio, wegen der Echo-Vorbereitung, wegen den ganzen Newslettern, wegen den Videos und vielen tausend anderen Sachen. Und ich war ein Getriebener von mir selbst für die Band. Die haben letzten Endes dazu geführt, dass mein Geist gesagt hat, so, jetzt werde ich dich mal schön runterbremsen, Bursche. In meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich am Tage nach dem Echo, wo ich schon 2 Nächte nicht geschlafen habe, heimgekommen bin und noch eine 30er Geburtstagsfeier durchleben musste, sag ich jetzt mal. Er hat da seinen 30. Geburtstag gefeiert. Wir wollten ihn überraschen mit einer kleinen Feier. War ihm insgeheim auch zu anstrengend. Am liebsten wäre ich nämlich zu Hause geblieben und hätte das mal wirklich... Hätte einfach mal gerne geschlafen, aber man sagt das ja auch nicht ab, weil die haben sich ja alle Mühe gegeben. Bin dann irgendwie unfreiwillig hin, aber mit guter Miene zum bösen Spiel. Hab dann ein paar Bier getrunken, nicht viel. War unfassbar schlecht drauf, hab innerlich echt geweint. Hatte Panikattacken, Schübe, Dinge, die ich so nicht kannte eigentlich. Ganz ehrlich, mir war echt zum Heulen beim eigenen Geburtstag und ich wusste nicht, wo es herkam. Danach hat es halt angefangen mit den Schlafproblemen, wo er nächtelang wachgelegen ist und nicht wusste, wie er zur Ruhe kommt. Wenn man nicht gut schlafen kann, dann bedeutet das meistens, dass da im Kopf Gedanken hin und her fließen, die Waschmaschine, die nicht aufhört, sich zu drehen.
und das wird ausgelöst durch Stress. Aber manchmal durch ein bisschen durch den Wind. Irgendwo hat auch mal Sachen dann vergessen oder sowas, die er dann irgendwie vorbereiten sollte oder irgendwas. Und daran hat man es eigentlich gemerkt. Ob man da wirklich von einem traditionellen Burnout sprechen kann, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass Philipp ja ein sehr emotionaler Mensch ist, der auch viel auf sich einprasseln lässt und dieses ja auch verarbeitet und nicht einfach von sich abprallen lässt. Und da kam dann halt relativ viel. Und hab echt eine Einschlafangst gekriegt und hab gedacht, ich hab's Einschlafen verlernt plötzlich. Und lag wach. Wieder die ganze Nacht und in der Früh konnte ich nicht mehr. Das waren dann 3 Nächte ohne Schlaf und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren. Und im Krankenhaus hat dann gesagt, naja, es gibt hier 2 Möglichkeiten, entweder du bleibst hier oder du nimmst jetzt starke Schlaftabletten und dann kommst du morgen und du wirst sehen, jetzt schläfst du und nicht nervös sein. Eigentlich das, was man auch jedem anderen raten würde. Und das war ein bisschen leichter als gesagt, denn ich war danach zu Hause und habe dann natürlich auch schon mal das erste Mal durch Mitleid mir selber gegenüber, das muss man sich mal vorstellen, geheult im Spiegel. Ich habe mich angeschaut und habe diesen Geist gesehen, käseweiß und unzufrieden und traurig und voller Angst und habe mir gedacht, naja, das ist echt ein armes Schwein. Und ich glaube auch, dass Philipp mit seinem Organ, mit seiner Kraft, die er hat, wussten wir eigentlich ganz tief drinnen, dass er es auch wieder schafft. Ich glaube, wenn man in so ein Loch fällt, kommt man auch wieder schwer raus. Und wie auch Froni so schön gesagt hat, ich glaube, mit Freunde, Familie und so weiter und mit seinem Charakter speziell, ging es dann irgendwann auch wieder nach oben. Natürlich war Philipp zu dieser Zeit, hatte er wirklich so eine Erschöpfungsphase und war auch down. Und ich glaube, dass das ganz normal ist, ehrlich gesagt. Ob das ein Burnout ist oder ob das ein Prozess ist, den jeder Mensch mal erfährt, gerade wenn die Schlagzahl sehr hoch ist, wenn man sehr viel macht, wenn man viele Ideen umsetzt und ständig im Tatendrang einfach ist, dann glaube ich, ist es ein normales Korrektiv, dass so etwas auch mal passiert, dass man auch mal ins Loch fällt. Meine Position ist eh eine, die sicherlich versucht auch immer, ja, einen Counterpart darzustellen. Das heißt, wenn es ihm natürlich sehr gut geht und er Ideen hat und sprudelt vor irgendwelchen Sachen, muss ich da auch manchmal gucken, ob man hier und da auch ein bisschen was bremst. Und wenn es ihm ein bisschen schlechter geht, versuche ich ihn natürlich, genauso wie das gesamte Team, ihn aufzubauen. Und ich glaube, das ist in der Phase einfach passiert. Es hat sich über Monate, wenn nicht Jahre gezogen. Ich hatte wirklich tiefe, tiefe Täler. Aber siehe da, irgendwann kam die eben ja, lang vermisste Energie zurück. Und ich hatte den Dreh raus und war wieder auf Kurs. Und niemand auf der Welt kennt irgendwas, das ewig hält, das niemals bricht, nie enden wird, für ewig bleibt und auch nie stirbt. Nur Asche wird das Letzte sein, nicht mal der Geist wird übrig bleiben. Doch Liebes pure Energie, die bleibt, verschwindet einfach nie. Wir alle leben ewig, das Leben, die Liebe sind unendlich. Der Tod ist schwach, es war gänzlich. Und dieser Stimme bleiben wir hörig. Der König ist tot. Es lebe der König. Sie sagen, ob gute oder schlechte Leute, so war es und so ist es heute. Sie würden tot. Bei Freiwild wurde es Zeit für Veränderungen. Das ganze System Freiwild sollte einmal umgekrempelt werden. Es war alles total chaotisch. Wir hatten überhaupt keine Arbeitsteilung. Jeder hat irgendwas gemacht und dann ging es nicht mehr. Hat Philipp gesagt, das müssen wir ändern, da brauchen wir mehr Struktur. Es gab ja tausende an Plänen, aber die wurden immer nur angesprochen, aber nicht abgearbeitet dann, weil sie wurden wieder an die Seite gelegt und es war so ein bisschen Chaos. Also unkoordiniert, jeder machte irgendwas, aber es entstand dabei wirklich nichts Genaues. Mir ist zugute gekommen, dass ich Erfahrung im Management habe. Mein früherer Beruf, ich war in der Hotellerie und Gastronomie tätig. Und da habe ich gelernt, wie wichtig es ist, dass Prozesse strukturiert sind. Und dass auch Organisationen strukturiert sind. Das heißt, wir haben geschaut, was ist denn da alles am Start? Und wie ist es strukturiert? Wir müssen es aufteilen, dass jeder irgendwas macht. Jeder bekommt sein Part.
den er zu erledigen hat. Und dann wird es auch besser klappen. Gewohnheiten, die sich eingebürgert hatten in unterschiedlichen Bereichen der Unternehmung Freiwild, würde ich mal sagen, haben wir versucht zu verstehen, die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen und dann umzustrukturieren, wie es uns sinnvoll vorgekommen ist. Jonas, du bist mehr der Zahlenmensch, Rechnungen und so sind vielleicht dein Ding. Ich höre, du machst ein bisschen Organisation, Video und auch live-technisch. Beim Zecker kam dann der Store dann später dazu, hat für euch auch alles Mögliche gemacht und so. Hat man ein bisschen Arbeitsteilung, macht dann natürlich alles viel, viel einfacher. Seitdem hat das Ganze auch ein bisschen Hand und Fuß, ja. Wie lange mussten die Briten auf diese Traumhochzeit warten? Prinz William heiratet endlich seine Kate und hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt holen vor den Fernsehern ihre Taschentücher raus. Auch Freiwild hatte was zu feiern. Ihre erste goldene Schallplatte für das Album Gegengift. Ja, die erste goldene, natürlich, die war ja ganz was Besonderes. Ja, das war ein sehr überwältigendes Gefühl. Zum einen waren wir ja in der Schleierhalle, das erste Mal in der Schleierhalle. Und da hatten wir doch das Glück, dass Doro Pesch und Gonzo am Start waren und auch der Eisbrecher. Ist der Feigheit, war dein bist du ausgesehen, du Arme, Welt. Fuck the rest, du bist stärker als du denkst. Gehst davon, nicht zurück. Oh, was ist denn da sein, nach und nach zurück. Hab ich Grund, da zu ziehen. Im Anschluss von dem Konzert gab es dann die Verleihung. Das war natürlich das Ganze drumherum, das ganze Paket von der Schleierhalle war ein sensationelles Erlebnis. Heute ist ein ganz besonderer Tag, ein Tag der Superlative. Hierzu möchte ich euch ein paar Fakten geben. Freiwild hat dieses Jahr ihr 10-jähriges Bandbestehen. Es ist das mit Abstand erfolgreichste Jahr der Bandgeschichte. Die letzten zwei Alben sind sensationell hoch in die Charts gegangen. Platz 15 mit Hart am Wind und Gegengift ist gleich zweimal auf die 2 eingestiegen. Und zwar mit der ersten Version und dann wurde nochmal eine Re-Edition gemacht. Das ist wirklich ein absolutes Novum. Sowas passiert eigentlich nur bei den Beatles und Amy Winehouse. Und heute in Stuttgart die bisher größte eigene Show, gefolgt von nahezu gleichen Größen in Dresden und Hamburg. Mit diesen beeindruckenden Ergebnissen gibt es heute aber noch einen ganz besonderen Moment zu feiern. Freiwild hat mit dem Album Gegengift Gold erreicht. Danke euch allen, alle Vorwärts, allen beteiligten Leuten, die komplette Tour mitgefahren sind. 40.000 Leute und ihr wart live dabei. Danke euch allen! Die goldene Schallplatte war mein Meisterbrief. Ich war so stolz drauf und gerührt. Ich habe da fast Tränen vergossen, glaube ich. Ich war echt, wir wussten nichts. Und plötzlich hat man uns diese Schallplatte überreicht, noch mit sehr emotionalen Worten von Stefan in Stuttgart. Damals kam es so richtig auf den Geschmack, weil wir gespürt haben, so jetzt haben wir die erste goldene. Jetzt wollen wir mehr. Wir sehen uns im Backstage-Shop hier. Also das hatte mit Professionalität mal gar nichts zu tun. Es war dann ziemlich ernüchternd. Also vor allem das Essen und der Linksverkehr, das glaube ich, ist eins, was ich mich nicht, weil ich mich nicht dran gewöhnen können. Dass wir es geschafft haben, uns 6 oder 7 Tage lang nur von Burger King zu ernähren. Das war definitiv faszinierend für alle. Dann haben wir es umgesetzt. Ganz einfach, wie immer bei Freiwild, erst die Idee, dann die Umsetzung und dann schauen, ob es geht. Aber Gott sei Dank hat es funktioniert.